Hi, heute ist Samstag. Heute war Abreisetag und Abschlusszeremonie für die, die nur eine Woche geblieben sind. Und nach dem Training gestern, nach dem Abhärtungstraining, die Tritte auf die Oberschenkel, bin ich die ganze Zeit am innerlichen Leiden. Ich habe die Schmerzen meines Lebens im linken Oberschenkel vor allen Dingen, weil der eine Meisterschüler da natürlich mit seinem rechten Bein besonders gut treffen konnte, als wir in diesem tiefen Stand standen. Und heute Morgen dementsprechend war es Lauftraining und der Vormittag wirklich für mich eine Überraschung hoch 12, dass ich überhaupt, was wir überhaupt laufen gehen konnten, dass es ging, man durch den Schmerz sozusagen durchgehen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann war auch mit Sprungübungen und Trittübungen. Und ja, schon interessant, was der Körper alles so kann, wenn er einfach keine Wahl hat. Und mich dann gestern Abend noch hinreisen lassen, ausgelöst durch so eine kleine Wette von so einem jungen 17-jährigen Teilnehmer, glaube ich, der irgendwie 500 Liegestütze machen wollte. Das habe ich verneint, aber irgendwie sind wir dann dazu gekommen, ein Ausdauertraining zu machen, wer diesen tiefen Mabu, diesen Reiterstand am längsten halten kann und dann noch wer einen Plank mit ausgestreckten Armen in Liegestützposition am längsten halten kann. Das war so unser Abendprogramm gestern. Also hier im Shaolin-Kloster ist dann, so sieht da so ein Abendprogramm aus. Wenn man Freizeit hat, tut man sich dann gegenseitig aus Liebe noch mehr weh und trainiert sich und motiviert sich. Die Abschlusszeremonie war schön. Haben alle nochmal eine Räucherkerze angezündet und sich was gewünscht in der Buddha-Halle. Und ich finde es interessant, sozusagen, wie dann musikalisch auch damit umgegangen wird, mit einem Gong. Ein großer Gong zum Abschluss und zum Ende. Und eine kleinere Klangschale, gefolgt von einem Holzblock, während jeder einzeln vorkommt, sich verbeugt und seine Kerze, habe ich gerade gesagt, Wunderkerze, so silvestermäßig, seine Räucherkerze da einsteckt. Ja, gerade gab es Mittagessen. Und es ist wirklich gut, mal so ein Wochenende, auch super interessant, mal ein Wochenende hier zu sein, wo sich jetzt kurz das Leben beruhigt hier im Kloster auch und wo die Gäste abgereist sind und alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Heute ist kein weiteres Training mehr. Also die zweite Tageshälfte ist frei jetzt nach dem Mittagessen. Die Essenszeiten bleiben trotzdem so. Was ich unglaublich gut finde, dass der Körper wirklich alle 5 Stunden genau weiß, dass es da Essen gibt um 8, um 13 Uhr und um 18 Uhr. Und ja, ich werde heute Abend trotzdem nicht völlig durchdrehen. Manche sind in ein Zimmer der Mädels, die hier auch bleiben, noch eine zweite Woche. Die haben sich tatsächlich entschlossen, in die Stadt zu fahren und ein bisschen Kuchen zu essen und Schokolade zu kaufen, weil denen es fehlt. Aber damit fange ich gar nicht erst an und versuche eher so viel wie es geht, sozusagen eher auch danach noch in mein Leben rüberzunehmen, was ich auch schon die ersten beiden Mal, als ich hier war, versucht habe. Und jetzt nochmal eine Bestätigung sozusagen dafür, nochmal eine neue Kraft, nochmal einen neuen Schwung mir geholt habe. Auf der anderen Seite gab es ein interessantes, längeres Gespräch gestern mit Shifu Xingyi, der ja natürlich über das, was alle auch wissen, sozusagen das Verlassen der eigenen Komfortzone gesprochen hat. Und dass die Dinge, die man kennt und gerne macht und leichtfüßig macht, oft ja Teil der Komfortzone sind. Und auf einmal ist in mir der Gedanke gekommen, alle standen mit so einem Kribbeln vorm Klostertor am ersten Tag und wussten nicht genau, was sie erwartet. Und bei mir war es ein bisschen so, ich war schon zweimal hier und wusste auch nicht genau, was mich erwartet, aber die Schmetterlinge im Bauch, die waren auf jeden Fall nicht mehr so krass und ich habe mich total gefreut. Ja, vielleicht ist meine Komfortzone mittlerweile hier dieses Kloster geworden und die Aufgabe, die ich mir sowieso gesetzt hatte,
sozusagen ja, die Prinzipien und Lebensweisen auf mein eigenes Leben zu übertragen oder draußen in der Gesellschaft weiterzuführen, ist natürlich eine unfassbar schwere Aufgabe. Und man muss eine eigene Balance finden, dass man nicht, ja, dass man halt trotzdem noch in gesellschaftlichen Normen, für die man sich entscheidet, funktioniert. Also einfach schweigen beim Essen zum Beispiel jedes Mal geht halt nicht, wenn man sich mit Freunden trifft. Oder ja, einfach jeden Morgen aufstehen um 5.30 Uhr, wenn man abends vielleicht auch noch mal länger unterwegs war, geht halt auch nicht. Ist interessant, mein Körper wacht alleine 5 bis 10 Minuten vorm Wecker hier gerade auf. Wir gehen wirklich mit der Sonne schlafen und stehen mit der Sonne auf. Es ist unglaublich gut. Ja. Ich werde jetzt ein Buch, habe ich gerade geschenkt bekommen, von einem Kollegen, der auch hier länger schon ist und mit dem ich gestern ein interessantes Gespräch hatte. Deine Meister hat unten eine Teezeremonie begonnen und angeboten. Da werde ich mich gleich noch dazu setzen und vielleicht da das ein oder andere Wort noch wechseln. Morgen ist auch komplett frei, der Sonntag. Ich werde den zum Regenerieren nutzen, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht nochmal da, wo wir das Treppentraining gemacht haben, wo diese kleine kalte Quelle war, das kleine Kneippbad, dann nochmal hin spazieren und dann nochmal eine kalte Abkühlung genießen. Und ja, damit ich meine Beine so ein bisschen locker kriege. Genau. Dann erstmal soweit. Schönen Samstag noch. Ich mache das Handy jetzt wieder aus und lege es wieder weg. Und was ich vergessen habe zu erzählen, heute habe ich schon Wäsche gewaschen. Hier schon. Da habe ich sie gewaschen und hier aufgehangen. Ist zum Glück jetzt auch nicht genug. Heute Morgen hat es ein bisschen geregnet. Das glaube ich heute schnell trocken werden sollte. Und ich dann für die kommende Woche wieder komplett frische Trainingskleidung habe. Ich mache die schönen Blumen. Bis später.